Weiter geht es mit einer neuen Folge Mad Max. Der stramme und verrückte Max dreht wieder durch im Ödland. Und ihr da draußen, ihr dürft live dabei sein. So, wo gehen wir hin? Heute will ich ein bisschen die Story vorantreiben. Und zwar, wir wollen hier hin. Hier gibt es eine neue Basis, aber wir sollen ja nach Gastown. Deswegen schauen wir mal, was da drüben in Gastown so alles abgeht. Wird schon cool werden, oder? Ich meine, ich bin so gut geupgradet. Wir sollten mit den Jungs fertig werden. Wir sind ja schon beinahe mit Max am Maximum. Am Maximum. Wie witzig. Boom. Boah, ich zerlege so gerne Autos und Menschen. Das macht einfach Laune. Davon bekommt man irgendwie nie genug. Okay, der Weg ist ziemlich weit. Haben wir Geld? Können wir irgendwas upgraden? Moment, wenn ich schon mal hier bin. Wir schauen mal rein. Also, wir haben 1000. Ich wollte hier unbedingt die hier. Aber die sind sauteuer. Hier können wir noch nicht, aber bald. Und hier können wir auch noch nicht. Gut, wir sparen. Es wird gespart. Hab ja wohl kaum eine andere Wahl. Also mittlerweile die ganzen Upgrades, die gehen ganz schön ins Geld, in den Schrott. Wie man hier im Ödland sagt. Wow, 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 ganz ruhig, mein Biest dreht wieder durch. Sieht aber auch wirklich verdammt cool aus. Wir könnten schon wieder upgraden. Upgraden gehen. Nee, komm. Erstmal hier drüben hin. Gastown. Da, wo es brennt, da bin ich richtig. Der Weg ist so weit. Und der zieht sich noch eine ganze Weile. Okay, wie kommen wir da drüben hin? Können wir hier durch? Oh, ein Tunnel. Ein neuer Tunnel. Ein neuer, sehr kleiner Tunnel. Okay, was ist hier los? Was ist hier los? Was gibt's hier drüben? Oh shit, oh shit, oh shit. Sniper Heini. Lampe aus. Ich muss mich tarnen. Ich brauche Dreck im Gesicht. Oh, hier geht's los. Alter! Die Jungs sind gut. Die Jungs sind verdammt beschissen nochmal gut. Oh, wie viele kommen hier? Wie viele kommen hier? Was ist hier los? Die Teletubbies, sie greifen an. Nein, 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 nein. Oh, der Dropkick. Wenn man zu hart dropkickt, droppt man nach unten. Jump, du könntest mir helfen. Nimm die Harpune. Denk doch einmal mit. Komm schon, denk doch einmal mit, mein Sohn. Okay, war das hier der letzte? Moment, Moment. Eine Sekunde. Au! Alter, der hat mir einen Batzen Kot volle Kanne in die Fresse geworfen. Sag mal, was ist denn los mit dir? Absolut gestörte Gegend. Moment, 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 Moment. Einer nach dem anderen, ja? Jeder kommt hier dran. Das war schön hier Beine weggezogen mit der Klinge. Und dann die Schelle des Todes. Gut, ich habe meine Ruhe. Ich sammle ein wenig Schrott und dann geht's weiter. Oh yes, Hundefutter. Die kleinen Freuden im Ödland. Hundefutter. Da lang ich gerne in die Dose rein. Oh, 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 ich will mich aber nicht selbst grillen. Ich weiß, ich bin verdammt lecker, aber wir müssen es ja nicht übertreiben. Gut, hier bin ich durch.
Ja, war eine nette kleine Basis. Und die lungern hier unten rum und warten auf uns. Richtig, richtig schön. Mumpe brauchen wir. Oh, okay, wir können Sniper-Munition mitnehmen. Warum? Er steigt aus. Shoot the tires, shoot the tires. Blue Man! Erstmal schön hier in den Sack treten. In den Sack getreten, bis er stirbt. Gut, ich würde sagen, wir können weitergehen. Die Gegend hier weiß Bescheid. Max ist hier wütend und will aufräumen. Versteckt eure Frauen und Kinder, denn jetzt wird gemordet und gemetzelt. Hier drüben wäre eine Basis. Gott, haben wir hier viel Schrott. Erinnert so ein bisschen an Afrika. Stabil. Absolut stabil. Oh, shit. Erstmal den hier weggehauen. Defense jetzt schon? Wieso haben die hier Verteidigung? Sniper-Heini da hinten. Muss auf jeden Fall eliminiert werden. Und die Bedrohung sinkt. Sogar sehr schnell. Guck mal, ich bin hier schon bei 3. So schnell. Naja, eine kleine Gegend. Eine sehr kleine Gegend. Aber wie schnell das geht. Wie schnell wir hier die Bedrohung runterdrücken. Na, können wir den wegreißen? Natürlich nicht. Ach du Scheiße, sind die gut. Erstmal den hier weghauen. Und dann müssen wir raus. Gott, 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 Gott. Ey, wie mies ist das denn? Wie mies ist das denn, bitteschön? Diese scheiß Teletubby-Bande. Mir ganz schön auf den Pimmel. Wegen euch muss ich jetzt hier wieder durchdrehen und fliegen. Der fliegende Max. Also Schläge können sie wegstecken. Stabil. Absolut stabil. Gut, den ganzen Schrott hier, den nehmen wir mit. Denn immerhin, wir sparen ja. Also die Fahrzeuge hier sehen richtig scheiße aus. Okay, hier sollen wir hin. Ich bin schon bei 2. Jetzt schon. Da drüben ist noch ein Ballon. Okay, wir nehmen die Brücke. Tja, das wurde also aus Afrika. Stay put. I'm gonna look around. Don't forget the outcrier. The race. People do forget here. There he is, the legend drifter with the deadly car. Mega, super, krass, tödlich. Genau das bin ich.
Fresh meat for the grinder. Straight from the unforgiving wastes. I want to join the races. You see that slate? You put your mark on it. Then I'll put you in the murder dome. You work the blood and gut circuit for a couple of years. Survive it. Make champion. Then, maybe, I can start grooming you for a shot in the races. No time, Jawbone. I need to join the races now. Okay. Maybe we can find a spot for a man of your, temperament. Hmm? Yeah. In return, for a favor. A very dangerous, possibly suicidal, favor. Eh? You see these? These are lights. But they fade. And when they fade, I fade with them. But if a man, a very desperate man, were to fetch me some new ones, you follow me, Wastelander? You want new bulbs. I want new ladies! Yeah, I want a lot of them! I asked them all! The gangbangers, the torpedoes, the noosemen, but no one would help me! You know why? Because they don't have the stones for buzzard country. Tell me exactly where they are. Follow this, and you'll get to the Underdoom. Bon voyage! Okay, wirklich? Wir sollen Weihnachtslichter sammeln? First he wants an errand run. Find the rig. I found trouble. But things were there, as you said. Why'd you tell me? It's just where I'm from, you trust your gut ropes on people. And where is that? I came from the south, with the Riders. Ended up in Gastown. Became the property of Dr. D when that time came. Then the Wasteland War was upon us. After many battles, Dr. D's hordes were bested. His tribe scattered. Most killed. The leaders all dead. The remains of one of their greatest still lies buried out there. So? Buried with him are all his worldly possessions, including his war machine. I will show you where the tomb lies. Do with this what you will. As I said, I have a feeling about you. And I was just getting used to not being caged. Still, it is better than a leash. Okay, eine neue Nebenmission. Also, wir brauchen Lichter und wir brauchen Lichter. Kann man sonst irgendwas hier in der Gegend machen? Irgendwelche tollen Freizeitaktivitäten in Gastown? Ein wenig Spaß für die ganze Familie? Der Laden ist ja scheiße groß. Der Underground, der Hobo-Ground. Und ich bin undercover unterwegs. Na, verstanden? Undercover. Im Underground. Wo geht's hier hin? Nirgendwo. Noch nicht. Irgendwann mal vielleicht. Gut, wir sollen was, wo, wie, wann holen. Ach nee, hier drüben. Wirklich. Hier drüben. Das andere Ding. Wo können wir das andere Ding machen? Das andere Ding. Anderes Ding. Wo muss ich hin? Ich würde sagen, wir gehen erstmal so oder so hier hin. Und wir gehen hier hin. Weil hier kann man bauen. Und wie es scheint, Moment, hier kann man nicht bauen. Zumindest noch nicht. Vielleicht kann man irgendwann mal bauen. Aber jetzt kann man hier einen Scheiß bauen. Okay, machen wir so. Kann man hier was finden hier drin? Zwei Relikte und 11 Schrott.
Der Laden ist groß, da kannst du lange suchen. Wann bekomme ich eigentlich mal wieder meine Schrottlieferung? Oder habe ich eine bekommen? Ich habe auf einmal ein bisschen mehr. Könnte sein, dass wir eine bekommen haben. Tja, hier drüben sehen wir den Preis. Was willst du von mir, ha? Chum! Hat jemand Chum gesehen? Ah, hier drüben. Na, Chum, wie geht's? Ist die Werkstatt gut? Brauchbar? Okay. This is good news. We do the Outcryer's bidding, and you're in the races. Soon the big chief is ours. Do you know of a place called the Underdune? Oh, by my angel. I wish I didn't. How bad is it? We all dream of the Underdune for its riches. But to go there is a last dance with death. I'm getting the big chief. Just ignite the lubes and vulcanize whoever runs the road. Oh, please, Lord of Motion, steer a course. Okay, wir bekommen schon wieder Besuch. Die Gegend ist beschissen. Und zwar mega beschissen. Alter, die halten ja echt gut was aus. Ey, die zerlegen mich. Die zerlegen mich. Ich muss da hoch. Stimmt, wir haben noch die Flammen. Mir nichts bringen. Alles klar, wir hauen den Sniper hier mal weg und dann bringen wir uns um. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich muss hier nach oben, ich muss hier nach oben. Die Fahrzeuge sind zu derbe. Tja, so viel zum Thema. Ich bin wahnsinnig gut ausgerüstet. Nicht gut genug. Absolut nicht gut genug. Den habe ich sauber hier ins Geländer reingeschlagen. Boah, hier drüben ist ja eine richtige Basis. Noch ein Sniper-Heini ohne Gewehr? Er tut nur so. Ist gar kein Sniper-Heini. Haben wir Benzin? Brauchen wir Benzin? Brauchen wir irgendwas hier oben? Okay, warte mal, die kommen. Tja, er brüllt. Und wir machen ihn fertig. Abflug. Die lernen einfach nicht dazu, ha? Huh? Ach komm. Der Typ muss tot sein, oder? Ja, der ist tot. Okay, der Ballon geht. Nach oben. Stets nach oben. Mann, die Gegend hier ist beschissen. Echt jetzt. Eine richtige Scheißgegend. Und die Fahrzeuge hier beschissen. The Dump. Der Name passt. Der Name ist auf jeden Fall Realität und Programm hier. Guck, guck. Schieß mich ja nicht runter, Bro. Naja, wirklich viel gibt's hier nicht zu tun. Hauen wir die Sachen weg, oder? Ich meine, die könnten das Gebiet hier befreien. Wäre eine gute Idee. Weniger Bedrohung, weniger Gegner. Ja, was ist denn hier los? Wer will denn jetzt hier schon wieder aufs Maul? Wer will hier schon wieder sterben? Na, wer? Ich komme rüber, Jungs. Das ist kein Problem. Ein Schrott gibt's hier. Ist doch beschissen. Hey, 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 boah, die sind so derbe gut. Teletubbies eben. Fucking Teletubbies. Die können es einfach. Tubbies spielen.
Und das Messer hier schön rein. Okay, hier gibt es einmal Schrott. So eine riesige Basis und es gibt einmal Schrott. Merkwürdig. Dafür aber Dinky D. Gut, Messer bin ich voll. Hier geht's raus, aber wo ist der Schrott? Will ich den Schrott überhaupt? Ja, ich will ihn. Warum? Keine Ahnung. Ich kann es ehrlich gesagt nicht beantworten, aber der Drang nach Schrott ist groß. Von hier bin ich gekommen. Der müsste doch irgendwo hier hängen. Hallo, Schrott. Wo bist du? Gut, ich habe mir es anders überlegt. Ich will den Schrott nicht. Oh, warte mal. Eine Leiter. Die könnte auch irgendwo hier drüben sein. Hier ist noch so ein kleiner Schuppen und... Ich habe keine Ahnung. So viele Möglichkeiten, hier reinzukommen. Erstmal hier hin. Hey, the car. Na komm. Sehr gut, Chum. Sehr gut. I'm here for you. Anscheinend kann man irgendwo hier noch nach unten gehen. Weil ich will mich hier frei bewegen. Deswegen hauen wir die weg. Okay, stabil, stabil, stabil. Sehr stabil. Aber nicht stabil genug. So viel Schrott. Reich an Schrott. Jetzt der Turm hier. Schön. Dann der hier. Was haben wir hier noch? Ein Minenfeld. Es gibt ein Minenfeld irgendwo hier. Wahrscheinlich oben. In der letzten Ecke. Yes! Absolut gekonnt. Absolut gekonnt. Moment. Ja, der hier drüben ist der letzte. Wenn wir den haben, dann haben wir sie alle. Ja, das kriegen wir hin. Ich habe doch keine Angst vor denen. Wüstenheini ist kein Problem. Die hau ich weg. Und weiter geht's. Das reicht. Der muss ein wenig brennen. So wirkt er deutlich gefährlicher. Einmal schön hier durch den Teer- und Ölschlamm. Schlammig nach oben. Aber jetzt schon fahren weniger rum. Also das merkt man direkt, wenn man hier die Bedrohung runterdrückt. Nicht durchdrehen, ich weiß, ich bin ein Promi. Alle lieben mich. Bin eben berühmt. Oh, die stehen hier oben schon wieder. Wunderschön, oder der Himmel? Also wirklich, das Spiel, eine Augenweide.
Alles klar. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge Mad Max. Wie immer, Bewertung dalassen, Kommentar schreiben. In der letzten Folge hat das ja wirklich hervorragend funktioniert. Großes Dankeschön, bis zum nächsten Mal und tschüss!